Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Emergency 16, genau, der Und Kampagne mit vielleicht auch der Pascal. letzten Folge. Vielleicht, ich denke aber ja nicht. Ich werde mir dazu zwingen, dass die letzte Folge. Nein. Du schaffst das, Willst du mich Tobi. zu was zwingen? Überleg mal, wer die Adminrechte auf dem Server hat. Hauptsache, ich darf irgendwann dieses eine Projekt bringen, was ich bringen möchte. Was Tobi immer noch nicht möchte, dass ich es bringe. Aber ich möchte es unbedingt bringen. Was geht's? Selbst wenn Tobi nicht Hör mal. dabei ist. Wenn er Na, unbedingt ich denke nicht schon, dass ich dann mitkommt. dabei bin. Bin schon. Dann sei dabei und kommentiere mit. Das Projekt wird wunderbar. Glaub mir. Es wird Erwarte so ein Befehl. tolles, krasses, Ja, jawohl. geniales Projekt einfach nur. Ja, bin Ich dabei. glaube nicht, Bin dass jetzt wir da schon kommen. gegeneinander arbeiten werden. Bin bereit. Okay. Nö, nö. Höre. Also vielleicht wird es Wird gemacht. vielleicht auch ein Multiplayer Zu geben. Ich Befehl. würde aber Das erstmal im Fort ist Singleplayer bodenlos. probieren. Wir sollten einen Bevor Feuerwehrmann wir es dann okay im und unsere Multiplayer Rest machen. ausrüsten und die Tür Aber einschlagen. im Wir Multiplayer kann sollten man es auch sofort machen. heim. Weil da gibt es dann noch mehr cool und be noch bessere Features. So, sollen wir die Leute aus ihrem Seniorenwohnheim oder allgemein aus ihrem Wohnheim befreien mit der Axt, obwohl sie gar nicht eingeschlossen sind. Bin dabei. Damit wir alle evakuieren können. Warum auch Was immer die gibt's? da mit der Axt befreit werden müssen, auch wenn Ist sie in nicht. Arbeit. So, jetzt Was hast du gibt's? fünf weitere Bin dabei. eventuell Beschädigte, die jetzt alle mit der Feuerwehr Ja? medizinisch versorgen musst. Verstanden. Och nee. Erwarte Das Befehl kannst du nach doch Arbeit. gar Kann nicht ich die nicht mit dem hier? medizinisch Kann ich die versorgen. mit dem hier? Was geht's? Ach ja, Ja, genau. klar. Wird gemacht. Höre. Die Feuerwehr hat Sofort. auch immer Bin einen bereit. Feststelltest Dabei. in der Tasche. Erwarte Befehle. Bin dabei. Ja, zumindest hier in der Realität fragt bitte nicht den Feuerwehrmann eures Vertrauens, ob er einen Pestschnelltest in der Tasche hat. Ihr guckt die erst mal blöd an. Bereit. Achso, nee, es können nur, Ist in Arbeit. nur Feuerwehrleute und Notärzte können die begleiten. Sofort. Okay, also nicht Bin Polizisten. bereit. Verstanden. So, drei haben gebasht, vier haben gebasht und einer ist In krank und der Ordnung. fünfte. Erwarte Alles Befehle. klar. Und der letzte, was hat der? Was weiß ich? Höre. Wird noch Verstanden. untersucht? Ich muss gerade erstmal hier im Überblick behalten, wer jetzt schon hier ist und wenn nicht. Er wird Was noch nicht geht's? Zu untersucht. Befehl. So, der wird untersucht. Dann Bin bereit. untersuch mal den letzten. Okay. Wird erledigt. Hat auch gebasht. Wird gemacht. Also alle bis auf einen haben gebasht in dem Höre. Haus. Okay. Super. Erwarte Befehle. Jawohl. Erwarte Befehle. Verstanden. Bin bereit. Alles klar. Höre. Ich glaube, die Polizei kann es wieder Alles einrollen. klar. Erwarte Befehle. Alles klar. Jo. Erwarte Okay. Befehle. Diese nicht mehr benötigt Was in der gibt's? Einsatzstelle. Höre. Okay. Höre. Verstanden. Erwarte Befehle. Verstanden. Höre. In Ordnung. Ja? Der Rettungshelikopter bringt das Opfer Erwarte zur Befehle. Krankenstation in der Bahn. Halt! Verstanden. Aber ohne Notarzt. Erwarte Befehle. In Ordnung. Der Idiot kann auch reinsteigen. Ja? Du musst ins Rettungszentrum Dabei. Team wieder einsteigen lassen, übrigens. Was geht's? Ja, Verstanden. ich weiß. Bin bereit. Okay. Wir werden den zweiten Helikopter Höre. versuchen abzufliegen. Sofort. Oder hast du das schon reingetan? Wird gemacht. Was? Den zweiten Helikopter im Notarzt? Der ist drin, Bin ja. bereit. Verstanden. Ja, Hab ich okay. extra nachgeguckt. Boah, Erwarte so, Befehle. jetzt kann der auch Bin bereit. abfliegen. Sofort. Was geht's? Wird gemacht. Und jetzt kann der Rest doch eine Fliege machen, dann geht's weiter. Jawohl. Erwarte Befehle. Alles klar. Dann warten wir mal, bis die Leute eintreffen. Hopp, 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 schneller, wir haben den ganzen Tag Zeit. Das ist richtig. Fahrt! Fahrt! Ich will das Fest heutige auf heutigen Folge. Wohnungssuche. Fest Komm, auf schneller, Wohnungssuche, ich will, ey. dass mit der heutigen Folge alles fertig wird. Brand im Rein im Kaufhaus. In einer Aufklärungskampagne zur Pestausbreitung ist es in einem Kaufhaus zu einem Feuerausbruch gekommen. Auch gleichzeitig haben die Leute auch noch Pest drin. Retten Sie eingeschlossene Personen und Jawohl. evakuieren Sie die Rennt umliegenden im Gebäude. Kaufhaus und die Leute auch noch alle Bash bekommen. Bin dabei. Super. Warte mal, ich bin schlau. Was gibt's?
Verstanden. Pest und Feuer. Und vor mir sind zwei, und die sind auch noch eingesperrt. Und im zweiten Gebäude, wo es nicht brennt, sind sie auch eingesperrt. Das ist zweite Gebäude, muss ich mich auch noch rausholen. Und da ist, klemmt die Tür morgen vor schon wieder. Da musst du schon wieder Angst aufbrechen, die Tür. Wo denn? Ja, eins zu eins. Nee, stopp. Nach links, nach links, nach links. Nach unten. Ah, da, okay. Da dauert. Da klemmt die Tür auch wieder. Zufällig. Also alle Türen. So groß ist das wahrscheinlich mehrere Türen, aber da klemmen auch alle Türen wieder und die Feuerwehr muss wieder mit der Axt rausholen. Jawohl. Ach, Fall. Ja. Ich glaube erwarte nicht. Erwarte Befehle. Kein Problem. Wird erledigt. Bin bereit. Verstanden. Achso, die muss ich rausholen. Ja, alles klar. Die musst du rausholen, ja. Hören. Wird gemacht. Bestenfalls bevor das Feuer auf das Haus auch überschlägt. Sofort. Da muss ich es aber rausverkauen. Übrigens, da oben brennt auch schon ein Baum und der unten ist auch ein Baum. Ja, ich weiß. Bin ich blind. Sofort, holen Sie die Opfer da raus. Alles klar. Ich könnte was Böses sagen, aber ich lasse es lieber. Das würde Tobi nur kränken. Und ich würde, aus dem Voice-Chat gekickt werden. Ja, nicht nur erledigt. Das. Bin bereit, Problem. Ja, jawohl. So, kriegen das jetzt mal hin dort. Gott, nee, ist aber nicht so schwer. Aber Leute, seht ihr auch, wie Tobi mit Mod rot mit allem Möglichen? Das ist unglaublich. Kein Problem, erledigt. Die Tyrannei hier. Ja? Höre, jawohl. Danke, KI. Bin bereit. Bin dabei. Um Gottes Willen. Alter. Ja? Okay. Der Feuerwehrsturm gerade eben. Alle rennen zum Buswagen. Was geht's? Zu Befehl. Jawohl. So. Hier brennt, da lodert's und dazwischen werden Pesttests durchgeführt. Zu Befehl. Erwarte Befehle. In Ordnung. Und alle drei haben gepasht. War ja klar. Was gibt's? Kein Problem. Was soll es auch sonst haben? Na, Kälte? Nein, natürlich die Pest. Ja, wird erledigt. Die einzige Krankheit gibt es im Spiel ja gerade nicht bei jedem Einsatz. Alle haben immer die Pest. Wenn sie was haben. In Ordnung. Wenn sie was haben. Oder sind einfach nur allgemein krank. Jo. Einräumen. Ja. Bin bereit. Okay. Ja. Bin bereit. Sofort. Bin bereit. Ja, speziell müssen wir jetzt nur fürs Fahrzeug klicken, sagen, nach Hause schicken und die Leute steigen automatisch ein, die zum Fahrzeug ja. Kommen. Ja. Kein Problem. Ist das gut. Luxus? Bin bereit. Verstanden. Bin bereit. Bin dabei. Die Automatisten sind doch teilweise echt viel besser. Was gibt's? Okay. Höre. Natürlich fehlt wieder einer. Was auch sonst. Ja? Ach, der Koch da oben rum. Okay. Du bist eine Etage so weit oben, Kollege. Ist der... Wo ist denn der lang gerannt? Der ist hier einmal herum. Oh nein. Ja, gut, da kann ich mich dran in der Nähe gefunden. Ne? Ja, deswegen hat er einen da oben genommen, hat dann wollte von oben runter. Das ist durch den, über den gesamten Block hin und her durchgerannt. Um dann oben anzukommen. Ich kann froh sein, dass ich den Rüstwagen dem entgegengeschickt habe. Ja, sofort. Ich hätte den Rüstwagen auch wegschicken können von denen, noch weiter weg. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Höre. Wird erledigt. So. Dann haben wir es mal wieder. Schneller! Es ist schon auf dreifach. Das weiß ich. Heißes Shopping. Ey, diese Namen immer, ne? Doppelplex Queen? Ja! Der Großeinsatz! Die Quadriga? Und da ein Konvoi. Ein Leck.
Ja, und es leckt ein bisschen. Ach, sieh einfach da, dass es gerade so geil ist. Ah, ja. Dann jetzt, glaube ich, bräuchte man gleich Sounds, aber ich werde die Sounds einfach erklären, die jetzt kommen sollten gleich. Naja, ich glaube, man kann sich schon denken. Jetzt kommen Motoren-Sounds natürlich. So, jetzt wird's dunkel. Oh, jetzt hört man ganz viele Schüsse und Maschinengewehre. Oh nein. Noch mehr Schüsse und noch mehr Maschinengewehre. Ach du Scheiße. Für das Heilmittel ja, von Terroristen, so, Terroristen haben. Die Terroristen haben die Lastwagen den Heilmittel und haben sich Konvoi. An unbekannten Ort verschanzt. Kümmern Sie sich um die alle Verletzten des Überfalls. Finden Sie den Konvoi, machen Sie die Terroristen unschädlich und bringen Sie die Lastwagen zum Zielort am Reichstagsgebäude. Alles klar, so wird's cool. Erstmal hier alles aufräumen, dann die Terrorzelle ausheben, dann den Konvoi wieder in Besitz nehmen und den dann zum Reichstag bringen. Ich würde sagen, zu sportlich, Tobi. Das wird sportlich. Bin dabei. In Ordnung. Natürlich muss es auch noch direkt vom Brandenburger Tor passieren. Wo auch sonst. Es sind ja viele Nischen. In Berlin. Ne? Berlin ist so groß und genau vom Brandenburger Tor passiert ist. Ach ja. Wird gemacht. Wen kann ich denn damit finden? Noch nicht. Noch hast du nicht einen Auftrag bekommen, nach Terrorzelle zu suchen. Wird erledigt. Kein Problem. Du weißt ja, wo die Terrorzelle ist. Deswegen setze ich, wenn ich diesen Einsatz spiele, normal ist auch mal direkt da, wo die Terrorzelle ist, auch schon mal ein bisschen Personal hin. Aber da, Tobi, hast du doch bei der Demonstration in Hamburg auch gemacht. Jetzt zähle ich nicht raus, mit wie unmoralisch das ist und verwerflich, dass man schon vorher weiß, wo was ist und wo man was hinsetzen muss. Demonstration in Hamburg, genau, das war eine Demo. Ja, das war ein Aufstand zu der Ausgangssperre. Aber wie gesagt, wenn ihr genau wissen wollt, was im Einsatz passiert ist, dann schaut oben auf die Playlist, da haben wir alle Folgen von Emergency 16 verlinkt. Wie immer. In Ordnung. Werbeauftrag abgefüllt, ausgefüllt. Also, ja, abgeschlossen, Mann. Bin dabei. Es ist zu spät. Mein Deutsch ist für heute schon aufgebraucht. Wird erledigt. Keine mehr. Freitagabend. Also hier was mit dem Polizeiauto halb acht. Ein Polizeiauto aufschneide. Ja, dass man ein Polizeiauto aufschneide. Passiert sonst immer nur, wenn irgendwie ein Polizeiauto zu nah an einem Brand ist und das dann irgendwie ein Brand ist. Das hatte ich nur echt noch nie. Irgendein Einsatzkraft zum Brand geraten. Hast du noch nie das Einsatzkraft zu einem Brand geraten? Ich bin noch nie jemand in Einsatzkraft gestorben. Ja gut, da konnte ich jetzt nichts machen. Sollte so schnell wie möglich die Verletzten am Einsatz. Einsatzkraft gestorben auch noch nicht. Bin bereit. Aber bin bereit. Auch doch einmal bei einer speziellen Mod, die ich gespielt habe, da ist jemand gestorben. Ach so, sind so Instant Kill die ganze Zeit oder wie? Bin dabei. Nee, das nicht. Nicht schnell genug versorgt, aber ich glaube in der Realität hier im normalen Emergency können deine Standard-Einsatzkräfte, also die Einsatzkräfte, die du jetzt versorgst, sind ja NPCs. Okay. NPCs, aber deine Standard-Einsatzkräfte, die können nicht sterben, wenn die verletzt werden. Aber gut. Ich hatte, wie gesagt, auch schon mal, dass beim Amoklauf mir das Sanitäter-Team weggeschossen wurde. Das Witzige ist, der Amoklauf hat auf die Trage geschossen, ne? Kein Problem. Und dann so ist die Trage plötzlich verschwunden und links und rechts, die Sanitäter, beide nach links und rechts weggefallen. Das war witzig. Bin aber bereit. Tatsächlich waren es dann zwei Verletzte. Wird gemacht. Oh, wow. Wird gemacht. Ja, aber normalerweise, wenn du auf dem Sanitäter-Team drauf kriegst, wird dir nur ein Name angezeigt. Sanitäter-Team, Jens Huber. Also die sind beide Jens Huber. Oder einer heißt Jens Huber und der andere hat keinen Namen. Oder einer heißt Jens und der andere Huber. Ja. Das dauert weniger. Warum also, nicht? Der Notfall-Sanitäter heißt, ja, Jens Huber und der Rettungssanitäter, ja. Ja.
Sie ist nicht erwähnt, der hat nur einen dreimonatigen Lehrgang gemacht. Der ist nicht überliefert. Was geht ja wohl? Nicht überliefert. Was machst du denn da? Suchst du jetzt wozu? Ich erinnere, ob wo das Ding war. Also suchst du diese Map ab, ob du zufällig irgendwo den Ort entdeckst, wo das sein könnte. Die... Nein, das war's nicht. Da war der Reaktorunglück am Ende von Emergency 5, oben auf mir verlinkt. Ich könnte aber durchschauen, vielleicht findet ihr irgendwann ganz am Ende der letzten Folge einen Reaktorunglück. Hier muss das hin, ne? Ja, genau, hier muss es hin, weil die schweben. Die schweben. Ja, die Lichter schweben. Es war ein bisschen raus, wir müssten hier ja gleich irgendwo, wir müssten, gehen wir ein bisschen nach vorne, noch sind sie nicht da, aber dann später, wenn du die, den Konvoi dann wieder in deinen Hand hast, sind das dann drei blaue Kästchen, wo du sie dann reinpacken musst. Die Konvoi-Fahrzeuge. Was gibt's? Die Drohne hast du schon parat gestellt? Ja. Verstanden. Die Drohne steht noch parat, ja. Naja. Was gibt's? Kein Problem. Also wir haben ja noch. Leute. Sofort. Wir müssen noch ein paar Leutchen einsammeln. In Ordnung. Hopp. Schneller. Verstanden. Ja, wird gemacht. Höre. Alles klar. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Weißt du, ob ich was Bestimmtes erreichen muss, bis das ausgelöst wird, oder ob ich... Du musst einfach hier alle, glaube ich, versorgt haben oder so. Was gibt's? Bin dabei. Und musst einfach alle dann abtransportieren. Bin dabei. So. Irgendwie so. Was gibt's? In Ordnung. Bin bereit. Dann kannst du... Also es kommt eigentlich gleich dann die Meldung. Such mal bitte... Nach dem Versteck der Terroristen. Das wäre ganz nett. Ja. Jawohl. Ja, die kommt dann nie im Moment gleich. Ist in Arbeit. Jeden Moment Nella. Gleich. Schneller. Ja. Passiert doch gerade nichts, außer dass zwei Identitäten-Teams von A nach B laufen. Und von B zu C. Zu Befehl. Höre. Ja, das ist auch. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Gleich soll ich mir kommen, wenn sie. Oder wenn sie erst. Oder erst wenn sie eingetroffen sind, das kann auch sein. Das wäre recht freundlich, weil dann hat man halt alles wieder in der Basis. Dazu ist das letzte Mal das den Einsatz spielen zu lange her. Das genau zu wissen, an welcher Stelle das kommt. So, jetzt, genau, Konvoi mit der SEK-Drohne aufspüren. Ja, dann such. So, wir können jetzt alle hier unten auf dem kleinen Bildschirm mal schauen. Du musst schon die Drohne auswählen, Tobi. Also das Drohnenfahrzeug musst du auswählen, nicht die Drohne an sich. Ach, der hat ja sogar ein Ziel vorgegeben, interessant. Ja. Ja, moin. Die Polizeidrohne hat das Versteck der Terroristen. Gut, das ist ein Konvoi. Achtung! Aus den Aufnahmen der Drohne kann ich schließen, dass der Eingang durch eine Sprengfalle gesichert ist. Schicken Sie den SEK ja, moin, eine Sprengfalle. Zum Falle, aber und zwei Sie mit einer Sniper. Wird. Ach du Scheiße. Ja, ist doch normal bei einer Terrorzelle. Ist doch komplett unauffällig. Das ist, das meldet natürlich kein Bürger, wenn davor einfach davor plötzlich so eine Sprengfalle liegt und zwei mit einer und zwei verwummte Typen dann mit einer Dings sind. Das meldet auch die mit der Polizei, wenn er da irgendwie zufällig vorbeikommt. Nee. Also ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Nee, es kommt unauffällig. Okay. Boah. Das war so gerade ganz schön laut. Ich war laut? Ja, du warst gerade ziemlich laut. So ganz kurz so zwischendurch. Keine Ahnung. Kein Problem. Aber dann haben die Zuschauer jetzt meine Stimme auch mal ein bisschen lauter gehört. Auch wenn es nichts Besonderes ist, aber.
So, da hinten kommst du nicht rein, weil da ist alles zugesperrt. Sehr gut, also du musst die Sprengfalle beseitigen. Beziehungsweise erstmal die Typen davor beseitigen. Und dann die Sprengfalle zu beseitigen, um danach das Tor einmal aufzumachen. Den fällt das auch gar nicht so auf, dass hier ein Haufen Einsatzkräfte auffahren. Ja. Ist auch schon wieder nur zwei Typen stehen. Und mehr nicht. Also die bewachen das Ding und danach kannst du den Konvoi holen. Oder geht's? Verstanden. Zu Befehl. Aber für mich ist für zwei steht das Gelände irgendwie zu groß. Ja. Okay. Hast du auch einen Ingenieur geholt? Ingenieur? Nö, noch nicht. Warum? Ey, den brauchst du doch direkt. Hast du schon jetzt als Aufgabe? Tor öffnen. Zu Befehl. Ach so. Bin bereit. Bin Ordnung. Ja. Also, welche Bombe jetzt weg ist, brauchst du einen Ingenieur. Sonst kommst du nicht weiter. Na, der kommt ja. Die kommen ja. So, Leute, landet mal bitte. Sonst macht mich das ja ganz wurschig. Bin bereit. Jawohl. Wenn der die ganze Zeit rumflattern. Öffnen Sie jetzt das Tor. Ich würde den Roboter wegnehmen. So ist ganz kleiner Hinweis vom Profi. Okay. Weil es könnte sein, dass jetzt plötzlich gleich, wenn du das Tor geöffnet hast, weitere Leute aufploppen mit Maschinengewehren. Okay. Du übrigens einem Dings, die deinem Ingenieur nichts tun. Das ist auch witzig, dem Ingenieur tun sie nichts. Wäre ja auch fies, wenn. Ja, wenn er das mal also rummacht, dass er nicht wieder geschossen wird. Alles klar. Verstanden. Kann er den nicht aufnehmen? Wird gemacht. Lass die liegen, lass die liegen. Sie die ganze Hand versorgen. Rücken Sie vorsichtig vor und schalten Sie die Terroristen nacheinander. Ach du Scheiße, es sind viele. Im Gebäude, das Gebäude musst du jetzt auch stürmen, da ist ja auch noch welche drin. Um das Gebiet zu sichern. Bin bereit. Bin dabei. Erwarte Befehle. Teil jetzt jedem einen Typen zu, auf den er schießen soll. Wirklich jedem einen zuteilen, Tobi. Ja, ich würde erstmal den da weghauen. Damit die hier sicher rein können, weißt du? Wird erledigt. Mhm. Höre. Okay. Höre. In Ordnung. Höre. Alles klar. Ja? Tobi? Jo. Ich bin konzentriert. Ich habe irgendwie Tonprobleme bei mir. Ja, okay. Ich bin mal ganz kurz gemütet. Ich versuche die Tonprobleme bei mir noch zu heben. Ich habe die ganze Zeit nur so einen, Rauschen. So ein Knistern, Knacken. Ich schaue mal noch zu. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Alles klar. Was geht's? Kein Problem. Was geht's? Jawohl. Achtung! Weitere Terroristen nähern sich. So, bin wir da. Das Soundproblem ist behoben worden. Noch mehr Terroristen. Nein, Soundproblem ist nicht behoben. Was geht's? Ich kümmere mich danach der Aufnahme mal drum. Mit Knistern und Knacken erstmal leben. Die Leute hast du jetzt ja schon mal fast alle umgenietet. Zu Befehl. Und wo nähern sich jetzt noch Terroristen? Geh mal zurück, nach rechts. Da, hinten. Ah. Und sonst ist das Gebäude, oder? Nee, na gut, dann der das Gebäude ist doch von vorne rein schon. Okay. Bin bereit. Da könnte ich jetzt eine Story erzählen, was Pascal dabei passiert ist mit den Typen. Sofort. Ich hab die nämlich übersehen. Ich hab mir dabei zugesehen. Ich hab die übersehen. Hab nicht mitbekommen, dass sie dort sind. Ich bin dann so mit meinen Notärzten schon drin, hab dann mit der Rettungssanitäter dann alle rausgetragen, dann sehe ich so, Scheiße, da sind ja noch zwei. Die Einsatzkraft wird angegriffen. Ja. Erst werden die komplett evakuiert, alle zurückgezogen.
Also SEK nur angerückt, weil Polizei SEK war schon alles abgerückt. Ich hatte nur noch Rettungsdienst da. Alles wieder angerückt und dann die hast du wieder genietet. Ja. Dann wäre ich damit meinen Sanitäter oder so zum. Und hat die Umgebung verwüstet. Da war eine Bombe? Bomben rechtzeitig zu entschärfen. Die Tür zum Gebäude mit einer Sprengfalle gesichert, Tobi. Ich hab doch keine Bombe gesehen. Wie soll ich denn die sehen? Der Eingang ist mit der Sprengfalle gesichert. Das hatte ich ganz vergessen. Stimmt, der Eingang ist ja mit der Brettsprengfalle. Das heißt, es muss doch noch eine weitere Folge geben, oder? Ja. So, aber das war's mit dieser Folge. Also mein Ziel wurde nicht erreicht. Ja. Mein Ziel, das Ganze in eine Folge zu machen, wurde nicht erreicht, weil Tobi natürlich nicht die Sprengfalle mitbekommen hat. So. Ja, aber bis dahin, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin einen wunderschönen Tag. Also wir spielen bis dahin wieder vor.